Du musst das sein, hier. Die toxische Männlichkeit, sie schlägt wieder zu. Hallo YouTube, mein Name ist Jay Riddle und ich werde heute drauf reinfallen. So heißt zumindest der Videotitel. Wir sprechen über Funk und Influencer und wie Männer darauf reinfallen. Ich bin gespannt wie ein Bettlaken, das könnt ihr mir glauben. Wir gehen rein, wir treten nach. Los geht's. Du schaust los? Junge, baut euch endlich ein Intro ein. Stellt euch mal vor, ihr sitzt so an einem gemütlichen Familienabend, ne, mit eurer Familie auf der Couch, scrollt so durch TikTok und auf einmal erscheint dieser Ton hier. Ja. Was? Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Heute schauen wir uns an, was die Medien uns alles über Corn-Content erzählen und einige Influencer, die Placements einbauen. Ich bleibe bis heute dabei, ist so herrlich, dass er immer alle Wörter zensiert und trotzdem sind seine Videos werbeunfreundlich. Es ist zum Mäusemelken. Der arme Typ. Der Hustle ist real und die Videos sind oftmals gelb. Es ist und bleibt ärgerlich. Und das Ganze schönreden wollen. Und mit dem Video, was ihr zu Beginn gesehen habt, starten wir. Du weißt schon, dass die extrem sexistisch sind. Was? Echt? Ja, könnte man so sagen. Die Plattform hat... Oh, nein. Oh, jetzt kommt Qualität. Jetzt kommt Qualität ins Bild, wenn die liebe Maria Popov erscheint. Wir lieben sie, wir schätzen sie. Ist einfach wirklich... Also wirklich, mittlerweile muss ich sagen, ich freue mich schon ein Stück weit, wenn ich sie sehe. Weil ich weiß... Da habe ich einfach gute Unterhaltung. Einfach gute Unterhaltung. Das finde ich toll. Ja, dankeschön, dass du existierst, Maria. Beginn gesehen habt, starten wir. Du weißt schon, dass die extrem sexistisch sind. Was? Echt? Ja, könnte man so sagen. Die Plattform Pornhub gibt in ihrem Jahresrückblick 2021 an, dass 35% der Zuschauenden Frauen waren. Das ist auf jeden Fall mehr als in den letzten Jahren. Trotzdem werden die meisten von Männern angeschaut. Und hier hat die Wokeness wieder... Wo ist denn das sexistisch? Och Mann, das kann doch nicht deren Ernst sein. Ich glaube immer, dass gute Menschen hoffe, dass der Ausländer einfach schlecht ist und dass er alles irgendwie hier aus dem Zusammenhang geschnitten hat. Aber nein. Ist das jetzt das Problem, über das wir uns unterhalten? Dass Pornhub sexistisch ist? Ja, danke schön, Druckzeug. Ey, da kommt ja... Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Ey, Druckzeug, erstmal vielen, vielen lieben Dank für die 10er Subbomb. Vielen, vielen lieben Dank, aber ich falle gerade vom Glauben ab. Ich falle gerade vom Glauben ab einfach. Pornhub ist jetzt sexistisch aus dem Grund, weil nur 35% der Zuschauenden Frauen sind. Okay. Ja, ich finde, dann sollten wir einfach Frauen zwingen, Pornos zu schauen. Fesseln war so irgendwie, ne? Aber es wird ja schon helfen, wenn die irgendwie ein Endgerät in der Küche hätten, womit sie Pornos abspielen können. Das würde ja wahrscheinlich schon helfen, vehement. Ja, es ist ja unfassbar. Incest, auch danke für dein Abonnement und hier nochmal Druckzeug. Ey, vielen, vielen Dank für die 10er Subbomb. Ein kurzer Salut für dich. Ein kurzer Salut für dich. Genieße den Salut, mein Freund. Einfach eine 10er Subbomb. So muss das sein, da sind wir. Alter, ey, wirklich, das geht gut los. Dazu geschlagen, denn ganz ehrlich, wen juckt's, wie hoch der Anteil der Frauen und Männer sind, die das Ganze konsumieren? Ist jetzt Schminke auch sexistisch, weil das 80% Frauen machen, oder was? Ist das jetzt auch sexistisch? Es macht vorne und hinten gar keinen Sinn. Konsumieren. Als ob man jetzt... Ist Fußballspielen jetzt sexistisch, weil das mehr Typen machen, oder... Also, wo kommen wir denn hin mit der Logik? Aber das muss einem doch auffallen, wenn man das Video aufnimmt. Und nicht dem Typen, der in einem Glitzerjackett darauf reagiert. Das muss denen auffallen, nicht uns. Jedem Bereich 50-50 haben muss. Bitte. Versucht. Nachzudenken. Vor allem ist das ein positives Zeichen für die Frauen, dass sie nicht zu viel Corn-Content schauen. Denn das ist nichts Positives. Auch nicht für Männer, denn das Ganze kann negative Folgen haben, aber dazu kommen wir noch. Sie befriedigen eben auch meistens männliche und auch heterosexuelle Bedürfnisse. Okay, hat nicht jeder Individuum. Wie meistens. Es gibt für jeden Geschmack irgendwas. Es gibt wirklich für jeden Geschmack irgendwas. Also wenn, es ist so dämlich, wenn... Die Tatsache ist, dass 75% der Zuschauenden
Oder waren es 65%? Ich weiß nicht, wie viel es waren. Waren es 35% Frauen oder 25%? Auf jeden Fall, der Größteil der Leute schaut im Prinzip, also sind Männer, die das gucken. Natürlich ist das Angebot dann auch vermehrt auf Männer zugeschnitten. Logischerweise. Das ist ja absurd. Das ist ja Angebot und Nachfrage. Das muss Hassrede sein. Okay, dann sind 65% Male. Und das würde dann heißen, dass das Angebot natürlich mehr auf die Male zugeschnitten ist. Auch weil die im Schnitt wahrscheinlich mehr Porn konsumieren als Frauen. Individuelle Bedürfnisse, wieso kann sie dann hier für alle sprechen? Ja, okay, come on, aber sowas kann mich doch trotzdem anmachen, oder? Klar, was du gut findest, bleibt dir selbst überlassen. Und danke. An der Stelle hätten sie eigentlich das Video beenden können, aber... Fakt ist trotzdem, Frauen werden in Pornos immer noch eher dümmlich und unterlegen dargestellt, während Männer eher als dominant und überlegen inszeniert werden. In Pornos. Ja, okay. Keine Ahnung. Will sie jetzt da irgendwie eine Storyline haben im Porno von einer emanzipierten Frau, die sich weiterentwickelt, wo man erstmal in den ersten 3 Stunden nur Büroszenen sieht, wie sie da irgendwie irgendwelche Arbeit macht und dann kommt sie nach Hause und schlägt ihren Mann zusammen? Oder was ist. Was, wo zum Teufel soll das hinführen? Es ist ein Porno. Das ist halt so, ne? Da vögelt der Mann halt die Frau durch und alle freuen sich dann. So, es ist halt. Ist halt das Ding. Es ist halt ein Stück weit auch die Natur, dass der Mann da im Schnitt eher dominanter ist. Ne? Und es gibt ja auch alle Arten von anderen Pornos, wo das nicht so ist. Also auch für die Leute ist eigentlich gesorgt. So, ne? Man macht doch sein Angebot aufgrund der Nachfrage und man. Es ist doch nicht so schwierig zu verstehen. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ach, jemand so Bruder. Ein Filmchen konsumiert, als ob es ihn dann juckt, wie die Leute dargestellt werden. Vor allem Frauen werden dümmlich dargestellt. Ja, soll sie währenddessen einen Mathe-Test lösen, damit sie intelligenter wirkt? Können sogar gewaltverherrlichend sein. Schon 2006 ist eine Studie rausgekommen, die zeigt, dass 88% der gängigen Gewaltszenen beinhalten. Und 94% dieser Inhalte... Was versteht ihr unter Gewalt, ist jetzt die Frage. Ne? Es ist wieder so inflationär, wird mit Gewalt um sich geworfen und dann ist alles Gewalt, dann ist alles schlimm und am Ende interessiert das Wort keinen mehr, weil es universell für alles benutzt wird. Also wenn in 94% der oder in über 80% der Fälle in Pornos Gewalt vorkommen soll, dann würde mich mal interessieren, was die unter Gewalt verstehen. Tatsächlich. Ist das... Ich habe ein bisschen zu hart gestoßen oder einen Popoklatsch bekommen. Oder was? Also es ist ja schon wieder vorgewählt, Alter. Diese gewalttätigen Typen. Richtet sich vor allen Dingen gegen Frauen. Das sind nur 2 Probleme. Okay, ich verstehe schon, was du meinst. Aber gibt es denn irgendwelche Ideen, damit man das ändern kann? Vielleicht ist das auch der Fall, weil die meisten Frauen das in diesen Filmchen verlangen und Spaß dran haben. Aber ist ja nur eine Vermutung. An die Ladies hier, 1 im Chat, wer auf Popohaue steht ein bisschen. Ja? Wir machen hier mal eine Jay Riddle-Umfrage. So. Wenn Squeezy Hack hier ist, erwarte ich schon die ersten 3-4 Einsen hier. Ne? Ganz, ganz pervers. Aber bin ich nicht dafür, dass man Frauen schlagen sollte, es sei denn, sie aha, fordern euch da dazu auf, in einem sehr euphorischen Ton, wie zum Beispiel, schlag mich! Aber natürlich wird das... Ich finde das, was ihr hier macht, Hasemaus, Peachy, Vampire, ich finde das hier ganz schön gewaltverherrlichend, wie ihr hier die Einsen da rein spammt, ja? Das finde ich sehr, sehr gewaltverherrlichend und bitte distanziert euch von der einen oder anderen Vorliebe. Dankeschön, ne? Ihr seid da sonst keine emanzipierte Frauen. Mann, Mann, Mann. Hier gibt's Mädels. Oh ja. Mädels gibt es hier genug. Ja. Wieder mal als heftiges Problem dargestellt und das ist ihre Lösung. Um diesen und weiteren Problemen entgegenzuwirken, gibt es feministische feministischer Korn-Content. Kann hier eine Frau gebiert? Finde ich beklemmend. Feminismus hat Jahrzehnte gekämpft, dass Frauen nicht mehr auf diese eine Rolle reduziert werden. Und wie soll der aussehen? Dabei soll vor allen Dingen die weibliche und queere Lust im Vordergrund stehen. Ja, und an dieser Stelle muss ich abbrechen, denn mir fehlt die Kraft, dieses Video von dem ehemaligen Kanal Auf Klo weiterzuschauen. Zum Glück haben die damit aufgehört. Aber nun zu einem weiteren Video von Funk, wo es meiner Meinung nach etwas zu schön dargestellt wird. Sie sind gestresst, haben Kopfschmerzen und fühlen sich ab und an unwohl. Oh, weia. The Native, ich frag die Männer nicht, weil ich, warum fragst du nicht auch die Männer, warum werden wir ausgeschlossen? Ach so, einfach, weil die Meinung von heterosexuellen Cis-Männern halt nichts mehr wert ist. Das ist halt einfach so. Es tut mir leid, ne? Frauen dürfen sich gerne noch äußern, aber bei euch, da wird's halt dünn, ne? Es liest sich eh keiner durch, was ihr schreibt, ne? Wen interessiert's heutzutage noch, was der Mann sagt?
Ja, ne? Einfach mal reflektieren und dann weißt du auch, warum ich nicht euch frage. Ne? Warum ihr mir einfach egal seid. Dann holen Sie sich doch mal wieder eine runter. Wenn du gestresst bist oder Kopfschmerzen hast, kannst du auch einfach an die frische Luft gehen, viel Wasser trinken oder zum Sport, anstatt dir direkt einen zu rubbeln. Und wenn du dir wirklich jeden Tag einen rubbelst, solltest du dir folgende Frage stellen. Wieso kriegt man eigentlich gut? Also die meisten Leute, die heutzutage, also ein absoluter Großteil der Menschen konsumiert ja Pornos. Also wie gesagt, aber dass Männer keine Frauen abbekommen im Schnitt, dass der Durchschnittsmann es im Schnitt sehr, sehr schwierig hat, bei einer Frau zu landen, die ihm gefällt, hat erstmal nichts mit Pornos zu tun direkt. Na, es gibt ja diese Leute, die sagen, hier, du machst jetzt NoFap für einen Monat und dann lieben dich alle Mädels, aber du musst natürlich insgesamt irgendwie mehr zu einem Typ werden, den Mädels toll finden, um das dann zu erreichen am Ende des Tages. Und da reicht es nicht einfach nur auf Pornos zu verzichten, logischerweise. Gute Laune, wenn man sich selbst macht. Dabei werden vor allem zwei Stoffe im Hirn ausgeschüttet. Dopamin und Serotonin. Beides sogenannte Glückshormone. Wie der Name schon sagt, sorgen die dafür, dass du dich glücklich und zufrieden fühlst. Hier in seinem Video geht es jetzt nicht um den Kornkonsum direkt, aber die meisten, die Hand anlegen, konsumieren den Content gleichzeitig. Und ja, er hat schon recht, dass Dopamin ausgestoßen wird, aber das ist meiner Meinung nach negatives Dopamin. Dopamin wird auch ausgestoßen, wenn du dir beispielsweise Ziele vornimmst und diese dann erreichst, oder auch zum Sport gehst. Und diese Art... Es ist kein Reflex-Video ohne nicht kurz meine Sportanspielung. Du willst den runterholen, gehst zum Sport. Ja? Und Dopamin ist meiner Meinung nach viel mehr wert, weil du etwas für deine Gesundheit tust oder etwas tust, um deine Ziele zu erreichen und dein Leben in den Griff zu bekommen. Wenn du dann zum Höhepunkt kommst, dann gesellen sich noch andere Stoffe dazu, nämlich Endorphine und Oxytocin. Ja, J-Critic, es gibt natürlich kein negatives Dopamin so an sich. Es gibt Dopamin, das wird freigeschaltet durch Dinge, die dir gut tun, und es gibt Dopamin, das freigesetzt wird durch Dinge, die dir offensichtlich nicht gut tun, sondern da wird einfach deinem Körper vorgeheuchelt, dass es ihm gerade gut geht. Ne? Wie zum Beispiel, wenn du dir eine Zigarette anzündest vom normalen Raucher, da geht der Dopaminspiegel hoch, der freut sich dann, boah, geil, eine Zigarette, aber ist es gut am Ende des Tages? Nein. Na, das bessere Dopamin ist dann natürlich logischerweise, also so meint er es, wenn du beim Sport warst, und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr mal beim Sport wart und dann seid ihr fertig, danach kommt dann so der Dopaminschub und ihr denkt euch, boah, ich habe was Krasses gemacht, ne? Ich habe was für meinen Körper gemacht, für meine Gesundheit. Das ist das, was er damit meint, logischerweise, ne? Darauf erstmal ein Bier, genau, ne? Auch wirst du auch ein Dopaminschübchen bekommen, ja? Aufs Haus, mein Bester. Endorphine wirken so ein bisschen wie Schmerzmittel, nur eben vom Körper selber gemacht. Wenn du also das nächste Mal Kopfschmerzen hast, ne, weißt du Bescheid. Okay. Oder du trinkst viel Wasser, versuchst dich gesünder zu ernähren und gehst mal an die Luft spazieren. Oxytocin sorgt dafür, dass wir weniger gestresst sind und uns ein bisschen geborgener fühlen. Alles in allem also der perfekte Start in den Tag oder Mittag oder Abend. Don Quixote schreibt, Ärzte haben aber bestätigt, dass Selbstbefriedigung vorbeugend ist gegen etwaige Krankheiten. Boah, es ist immer so, die Dosis macht das Gift, so, ne? Also, sicherlich ist es für die Gesundheit nicht schädlich, wenn du dir ein paar Mal den Kasper flapscht. Aber es gibt ja Leute, wie gesagt, heutzutage, die machen das sehr exzessiv beispielsweise. Die sind dann den ganzen Tag auf Pornhub unterwegs und machen es dann 5, 6 Mal am Tag. Und wenn man dann nur noch damit beschäftigt ist, dann zieht das Leben natürlich ganz schön an einem vorbei und man hat größere Schwierigkeiten bei anderen Sachen, dann Freude zu empfinden beispielsweise. Ne? Also es muss sich irgendwie in einem Rahmen halten, so letzten Endes. So, das ist so meine Einstellung dazu. Ja. Also solltest du es unter Kontrolle haben. Eigentlich sehr positiv, doch es wird hier nicht auf die Gefahren hingewiesen. Denn wie gesagt, wer öfter Hand anlegt, wird wahrscheinlich ein Filmchen konsumieren. Und zu hoher Kornkonsum kann sogar eure Hirnstruktur verändern. Denn wenn ihr Hand anlegt und Korn konsumiert, wird Dopamin ausgestoßen. Und die Hirnregion, die zum Belohnungszentrum eures Gehirns gehört, wird dadurch kleiner. Ihr stumpft also langsam ab und braucht einen immer größeren Reiz und könnt so in eine Sucht verfallen. Und ein Problem, was sehr häufig beobachtet wurde, waren Erektionsprobleme. Ich meine, imagine, du bist Anfang 20 und kriegst keinen mehr hoch. Oh, Peter!
Ja, du bist schon unten. Gestern war er auch unten. Hey, willst du den Schuss in deinen Orangensaft kippen? Warum? Es ist 9 Uhr früh. Damit du auch mal wieder was Hartes bekommst. Herrlich. Es gibt auch einen Verdacht, der besagt, dass zu häufiger Kornkonsum zu Angstzuständen, Einsamkeit und depressiven Symptomen führen kann. Alles in allem übertreibt es nicht. Klar, wenn du es dir mal anguckst, okay. Aber wenn du jetzt Probleme dabei hättest... Weird Flex guckt sich immer nur sich selber an, wenn er Hand anlegt. Er guckt sich immer Bilder an, wie er Sport macht. Nur einer ist er. Ein Macher ist er. Wirklich. Ja. So muss das. Es mal für 3-4 Wochen sein zu lassen, dann scheinst du ein ernsthaftes Problem zu haben und solltest dein Verhalten überdenken. Nachdem wir nun wissen, dass Korn-Content uns wirklich schaden kann, gibt es einige Influencer, die hierfür Placements annehmen und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind dann privat auf das Thema Korn und in einer Beziehung gekommen und haben gemerkt, dass wir da auch ziemlich damit strugglen, wie wahrscheinlich die meisten in einer Beziehung. Ich glaube, das ist ein bisschen... Ey, die beiden auf Instagram, ich habe die letztlich zum ersten Mal entdeckt. Also, wer hat schon mal von den beiden Instagram-Video gesehen und sich dann die Kommentare angeguckt? Eins in Chat, wer das schon mal gemacht hat. Es würde mich interessieren. Was machen die drei Personen da? Och, da haben wir schon den ersten. Da haben wir schon den ersten. Herrlich. Die kriegt ihr Dopamin auch nur vom Sport. Och, herrlich. Okay, okay. Es ist herrlich, was diese Kommentare sind. So asozial, aber so lustig teilweise. Das ist ein schwieriges Thema und da gibt es auch einfach verschiedene Meinungen. Und wir sind froh, dass wir mittlerweile eine Lösung gefunden haben. Und zwar ist es so, dass wir eigentlich nur gemeinsam Korn schauen. Okay, die schauen also gemeinsam Korn. Mich würde der Ablauf interessieren. Ich meine, wird er jetzt sagen, hey, lass uns mal genau dieses Video mit der schlanken, blonden Dame anschauen? Meint ihr, sie würde sich irgendwie schlecht fühlen, wenn... Ich glaube, die suchen sich einfach so, wie sie auch aussehen. So, ne? Also, ja. Wer hat schon mal mit seiner Partnerin zusammen... Korn geschaut, einst in Chat oder mit seinem Partner, wer hat das schon mal gemacht? Während dem Akt, ja, ne? Heute mal hier Sexualkunde mit Herrn Riddle. Ich sag voran, ich hab's schon des Öfteren mal gemacht. Kann relativ reizend sein. Aha, okay. Manche schreiben irgendwie seltsam, aber die meisten haben es dann tatsächlich doch mal ausprobiert, ja? Das ist halt dieses typische Spartiaten-Gen hier, ne? Wir machen ja eh den ganzen Tag nichts anderes, außer irgendwelche Weiber durchficken, ja? So muss das sein. So muss das sein, ja! Die toxische Männlichkeit, sie schlägt wieder zu. Au! Entschuldigung, da kommt das Tier in mir raus. Die Katze, miau, Spaß. Wenn er nur schlanke Frauen anguckt? Egal, wir lassen das lieber, sonst werde ich wieder als fettfeindlich abgestempelt. Und was uns da auch besonders wichtig ist, ist so... Ethischer Korn. Was? Ethischer Korn? Was geht denn jetzt ab? Also logischerweise sollen es kein Kinderkorn sein. Kein Kinderkorn? Och Mann, ey. Kinderkorn. Ethischer Korn. Die meisten spulen einfach nur an die Stelle, die sie sehen wollen und fertig. Ich glaube, die wenigsten von... Das weiß er von einem Kumpel übrigens. Der hat noch nie Pornos geschaut. Ne? Das würde seine Alpha-Männlichkeit nicht zulassen. Männchen jucken sich dafür. Deshalb dachte ich ab dem Zeitpunkt, Doppelkorn. Okay, das ist safe ein Placement. Auch das ist ja so, dass irgendwelche Studios irgendwelche Leute ausnutzen. Das finden wir ganz schlimm. On top wollen wir gender-inclusive und wir haben gemerkt, dass wir durch das unser Leben untereinander verbessern konnten. Gender. Weil er dich nicht mehr angucken muss. Yeah! Entschuldigung, der ist mir so rausgerutscht. Ich distanziere mich davon. Inclusive. Heißt das, die schauen sich jetzt Leute an, die sich auch als Fuchs identifizieren? Um Gottes Willen. Ob das wirklich ihr Süchsleben verbessert hat, kann natürlich sein. Aber ganz wichtig ist hier nochmal der Hinweis auf die negativen Auswirkungen. Und für das Ganze verwenden wir Cheeks. Cheeks ist eine und Wellness-Streaming-Plattform, wo ihr auditiv und visuell Korn konsumieren könnt. Und da gibt es noch Workshops, wo man lernt, seine eigene... I will survive. Oh, as long as I know how to love. I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. The Big Nelly Snack Daddy. What's up? Was ist denn das für ein geiler Name, Alter? Der kommt hier rein wie ein Big Daddy, haut direkt 10 Subs auf den Tisch. Ja, zusammen mit seinem Big Daddy Dick. So muss das sein, Mann. Ey, vielen, vielen lieben Dank für 10 verschenkte Subs. Nichts als Ehre an der Stelle. Wir salutieren vor Big Nelly Snack Daddy. Woo! Da seid ihr schon, ja?
sind schon die Kajanse Morde. Da ist er, da ist er, da ist er. Ey, Big Neddy, dankeschön. Oh mein Gott, will sie gerade irgendwen aufessen? Leben untereinander verbessern kann. Workshops klingt so ein bisschen wie die Leute, die dich reich machen wollen und dir dann irgendein Coaching andrehen. Das Tolle daran ist, wurde niemand dabei ausgebeutet, es wurde auf faire Bezahlung geachtet. Cheeks ist wirklich zu einem Safe Space von uns geworden und wir würden es nicht mehr missen wollen. Aha. Also könnt euch mit meinem Code über den Link in meiner Bio. Oh Gott. Code CurveMaria7. Für 7 Tage kostenlos testen im Jahresabonnement. Ach Mann. Ohne könnt 7 Tage kostenlos testen. Und wenn du gerade zuschaust, empfehle ich dir eine 7-Tage-Challenge zu machen, wo du kein Korn-Content konsumierst und keine Frauen auf Instagram. Aber das waren natürlich nicht die einzigen Influencer, die dafür Werbung machen. Get ready with me. Ist ja eine Löwin. Aber ich muss mich jetzt ready machen und ich habe ein bisschen Spicy Talk dabei. Ich habe mich in letzter Zeit viel so mit meinem Körper und meinem Körpergefühl auseinandergesetzt. Vor allem habe ich ein paar Bücher zum Thema Körper und Geist gelesen und eine Sache ist mir da besonders hängen geblieben. Und zwar wusstet ihr, das heißt dann in den meisten Fällen übrigens, ich habe ganz, ganz viele TikTok zum Thema geschaut und habe mir einmal das Inhaltsverzeichnis eines Buches angeguckt. Das heißt dann übrigens meistens, ich habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Einfach um euch da mal abzuholen, um mal hier die Sprache kindisch für euch zu übersetzen, ja. Dass Selbstbefriedigung voll den großen Einfluss auf unseren Körper und unseren Geist hat. Wie gesagt, hat das viele negative Folgen und ihr könnt sogar abstumpfen, wenn ihr das übertreibt. Und ich meine halt so wirklich messbaren Einfluss. Selbstbefriedigen kann zum Beispiel unser Selbstwertgefühl steigern. Also halt wirklich so das Level, dass wenn man... Schicke Kette hat sie. Es ist halt wirklich von der Dose einfach das, was man aufmacht. Das ist einfach ihre Kette. Und ja, ich habe mich auch schon wieder gefragt, Squeezy, warum schminken die sich immer die ganze Zeit? Warum können die nicht einmal gerade in eine Kamera reden? So gerade in die Kamera stottern. So, ne? Ist es denn so schwierig, ja, wenn man TikTok aufnimmt? Ist es denn so gottverdammt schwer? Ist das so eine harte Leistung? Lies doch mal ein Buch darüber, wie man einen Satz aussprechen kann, ohne sich im Gesicht rumzufuchteln. Hey Leute, was geht? Ey, wirklich, es... Die Abneigung, sie steigt exponentiell. Danach in den Spiegel schaut, dass man sich dann einfach attraktiver findet? Sorry, aber wieso sollte man sich danach attraktiver fühlen? Wenn du dich attraktiver und wohler fühlen willst, geh ins Gym, achte auf deine Ernährung und dann siehst du auch optisch einen Unterschied. Und da ist die Zeit auch viel besser investiert. Danke für deinen Sub, mein Bester. Die Stufe 1, du bist die Nummer 1. Durch Oxytocin-Ausstoß. Es kann stressabbauend wirken. Das habe ich tatsächlich auch schon gemerkt, also für Menschen mit Gebärmutter. Menschen mit Gebärmutter nennt man auch Frauen. Bitte cancelt mich nicht. Es kann Periodenschmerzen und Kopf... Ja, das ist definitiv ein Grund, ihn zu canceln. Muss ich halt einen Daumen nach unten geben, ne? Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch, nur weil er eine Gebärmutter hat, eine Frau ist, dann, also dem ist nicht mehr zu helfen. Schmerzen lindern. Außerdem stärkt es das Immunsystem. Also wenn man sie so reden hört, denkt man, sie spricht von einem Allheilmittel und kommt gleich mit irgendwas Heftigem. Nein, ich will hier das jetzt hier, also es kann schon sein, dass es gesundheitlich auch Vorteile hat, ne? Es ist halt immer die Frage, ne, wie exzessiv macht man es, ne? Wenn man es wie die meisten Typen macht, so, ne, die dann die Hälfte der Zeit auf TikTok und auf Instagram dann chillen und dann sich dann dazu auch noch Pornos angucken, dann ist es halt nichts, was dich im Leben weiterbringt, sondern eher, was dich stagnieren lässt, wenn du das den ganzen Tag über machst, so logischerweise, ne? Wenn du es ab und zu mal machst, es würde dich nicht irgendwie in irgendeiner Form behindern, so, ne? Also, keine Ahnung. Also es hat ja schon positive Effekte auf jeden Fall. Keine Ahnung, warum er jetzt hier so komplett dagegen schießt. So, ne? Sie hat ja nur aufgezählt, was darunter fällt. Ne? Und klar kann das Stress abbauen. Sex generell kann Stress abbauen, logischerweise. Ne? Deshalb bin ich auch nie gestresst. Ja. Und natürlich wegen jeder Menge Drogen. Ja? Ich könnte jetzt auch noch so weitermachen. Also es hat wirklich krass große Auswirkungen. Deswegen ran da. Es lohnt sich also, da rein zu investieren und sich vor allem damit auseinanderzusetzen und rumzuprobieren. Was sich viel eher lohnt, ist mal wieder sein Handy beiseite zu legen, raus aus dieser Social-Media-Welt, in die Natur, sich zu bewegen, frische Luft zu schnappen und mal einen klaren Kopf zu bekommen. Okay, kein Was Sport ich jetzt diesmal. In letzter Zeit für mich entdeckt habe, ist Guided Masturbation. Na dann komm mal her, Peachy. Ich mache das Ganze mit Cheeks. Da gibt es wirklich so viele Sachen, man kann sich da wirklich Stunden mit beschäftigen. Ja, Stunden damit beschäftigen. Also nicht. Jay Riddle belästigt seinen Chat sexuell. Ah, das wird eine gute Headline.
beste Leben. Nicht nur Männer, sondern auch Frauen können irgendwann mal abstumpfen. Und das wird dann später negative Folgen für eure Beziehung haben. Und neben diesen Special-Sachen gibt es ästhetische und fair produzierte Audios und Filmchen. Und mit dem Code Maria7 könnt ihr Cheeks 7 Tage lang kostenlos testen. Beim Abschluss eines Jahresabos, das ihr jederzeit kündigen könnt. Also probiert's aus und wenn ihr irgendwelche Schätze findet, lasst es mich wissen. Ich möchte teilhaben und ausprobieren. Und hier haben wir es mal wieder. Aha, zur Interaktion auch noch angeregt natürlich. Ne, dass die Typen da ihr jetzt natürlich die Videos schicken und sonst was. Es ist ja gut gelöst, die Call to Action auf jeden Fall. Ne? Die paar Typen, die sich dann auch noch bezahlen dafür den Porno-Unfug, der dann da. Keine Ahnung, ich kenne die Seite nicht. Vielleicht ist sie auch ganz toll, aber das hört sich alles so, wenn die auch so viel Geld für Influencer ausgeben, das war jetzt schon das zweite Mal, dann muss man ja mal gucken, wo, also was das insgesamt für eine Seite ist, wenn sie Geld dafür hat, so viel Geld für Influencer zu bezahlen. Ein Placement für Korn-Content. Was kostet denn eigentlich das Abo, was sie uns hier andrehen will? 14,90 Euro, Junge, das ist ja viel teurer als Netflix. Das Geld ist besser in eine Gym-Mitgliedschaft investiert. Aua. Oder in irgendeinen anderen Sportverein, der euch leistet, Crossfit, Boxen etc. Was kann ich zum Abschluss sagen? Korn-Content kann wirklich einen großen Schaden bei dir anrichten. Es kann dich abstumpfen lassen, es gibt Erektionsprobleme, man hat dann Probleme in der Beziehung und. Solange du deinen Konsum unter Kontrolle hast, ist es ja okay, aber du solltest mal wirklich versuchen, ein paar Wochen weg davon zu kommen. Einfach mal so als kleine Challenge, um zu merken, ob du überhaupt ein Problem hast oder nicht. Freunde, wenn... Ich habe kein Problem mit Pornos. Ich habe nur ein Problem ohne Pornos, meine Damen und Herren. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ich kann abschließend noch dazu sagen, Leute... Macht, worauf ihr Bock habt. Wenn euch das glücklich macht, dann do it. Aber lasst es nicht eskalieren. Also wenn ihr da zu der Kollege Mensch gehört, die das da jeden Tag dreimal sich da den Kasper flapschen, dann ist das wahrscheinlich mittelfristig zusammen mit dem Pornokonsum nicht die allerbeste Möglichkeit. Ja, vor allem, du verlierst ja voll den Fokus. Das macht ja auch nicht so viel Sinn. Aber, meine Damen und Herren, im Endeffekt ist mir egal, schickt mir nur einfach Videos davon, wenn ihr es macht. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage Tschüssi, Müsli, Ciao, Kakao und bis denne, Antenne.